Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Heute habe ich Viktor Heidinger hier im Studio, der ein Konzept verbreiten will, was unsere menschlichen Fähigkeiten aktivieren und erweitern kann, und zwar gehörig. Ich habe mich, man kann schon sagen, durchgekämpft durch eure alte Homepage. Das ist ja ziemlich phänomenal, was ihr Menschen alles vermitteln wollt und aktivieren wollt. Das ist so, ja, wie so eine Art Potpourri der menschlichen Fähigkeiten, die sonst immer nur einzelne Menschen haben. Da frage ich mich, okay, sie kommt aus Russland, also die Grundidee kommt aus Russland. Und wenn ich richtig informiert war, der Dimitri Vereshchagin war im Auftrag der sowjetischen Regierung unterwegs, ein Konzept zu entwickeln, halt die menschlichen Fähigkeiten zu aktivieren, um, sag mal, Nachwuchs für die Führungskräfteebene zu bilden. Da ist mir natürlich gleich die Frage gekommen, okay, Führungsebene Sowjetunion, zentralistisch, wenig demokratisch, wobei, mal ganz abgesehen von den westlichen Demokratien, die ich auch nicht für eine Demokratie halte, aber wie kommt da das freie Denken mit ins Spiel? Sind tatsächlich die, sag mal, Eliten dort ausgebildet oder sollten sie ausgebildet werden im freien Denken? Das ist sehr gut. Also auch von meiner Seite, hallo hier in Leipzig. Ja. Danke für die Einladung. Und das ist richtig so. Dieses freie Denken, das war schon ein zentrales Thema. Mhm. Es wurden wirklich Spezialisten ausgewählt, um ein Bildungskonzept zu entfalten und unter die Leitung vom Vereshchagin gestellt. Mhm. Er war ja Offizier, Geheimdienst und so weiter. Na, und da wurden ja Spezialisten gesucht, die ja diese sogenannte übernatürliche menschliche Fähigkeiten haben. Okay. Aus denen wurden ja alle also in den Dienstgrad genommen, also quasi militärisch unterstellt gleich, ne, damit ist nur denen kann man Befehle geben. So, und dazu muss man ja so sagen, das Geld hat keine Rolle gespielt. Und es wurden alle Bibliotheken geöffnet. Das heißt, diesen Menschen war Zugang gewährt in alle Quellen und zu allen Fachabteilungen. Das heißt, Gehirnforscher, Mediziner, Ärzte, Messinstrumente, etc. Die Russen ja immer schon weiter, was die Gehirnforscher angeht. Man muss sich so vorstellen, es wird gemunkelt. Tatsächlich wissen wir ja nicht, wie das stattgefunden hat. Mhm. Weißt du, weil das ist ja auch die Leute, die danach aus dem Dienst ausgeschieden sind, um ihr Leben zu bewahren, geben ja nicht alles preis, wie es tatsächlich gelaufen ist. Aber es wird gemunkelt so, dass da jetzt also über 6000 Menschen an diesem Projekt gearbeitet haben, in verschiedenen Abteilungen zusammengefasst. Mhm. Ja, so. Also eine hohe Wichtigkeit. Es war ein Megaprojekt, der war ja in Teilbereiche also aufgeteilt. Das heißt, also ein Teil hat sich jetzt, sage ich mal, mit dem Menschenbildungskonzept beschäftigt, die anderen haben sich jetzt halt mit der EDV beschäftigt, die dritte haben sich jetzt, weiß ich nicht mit welchen. Ne? So. Mhm. Russland gab es ja einige Akademstädte, die unter dem Top-Secret waren. Und dort in diesen Schmieden wurde das ja jetzt halt geschmiedet. Und genau das, was du gesagt hast, frei. Das ist, was die machen mussten im ersten Moment, um überhaupt zu beginnen, müssten sie sich befreien. Mhm. Und jetzt ist die Frage, von was befreien? Klar. So, wir haben schon sehr häufig so ein Thema gehört, kollektives Bewusstsein, morphogenetisches Feld. So, und ich bringe jetzt einen Begriff hinein in den deutschsprachigen Raum, egregiale Strukturen. Integrale? Egregiale Strukturen, egrego. Egrego, den habe ich jetzt nicht gefunden. Genau. Okay. Das ist ein völlig neues Wort. Also in Russland wird jetzt über egregiale Strukturen auf allen Ebenen gesprochen. In der Politik, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, also auch in der sogenannten Esoterik-Szene und so weiter. Egregiale. Egrego.
was ein Egrego ist, also es ist ein, sobald eine Idee entsteht und Menschen in diese Idee eingebunden werden, entsteht ein kollektives Bewusstsein dieser Idee. Also nicht das jetzt das Gesamte, sondern dieser Idee. So, und dieses Konstrukt, ja, nennt man Egrego. Kommt aus dem griechisch-lateinischen Herkunftswort. Egrego heißt Aggregatzustand, kennen wir aus dem Wasser. Aggregat, ja. Wasser kann verschiedene Seinszustände, Seinszustände nehmen. Und wir kennen ja auch ein Aggregat, also zum Beispiel das Auto ist ein Aggregat, ist ein Zusammenschluss verschiedener komplexen Mechanismen. Ja, also der Motor ist auch ein Aggregat. Ja, da findet Verbrennung und mechanisch und so weiter. Ja. Das ist Aggregat. Und aus dieser Wortherstammung entsteht Egrego. Ja? Das heißt, auch hier, diese menschliche Energie jedes einzelnen Individuums vereint in das Kollektive. Energie verschwindet ja nicht. Sie wandelt sich in eine andere Form. Neuer Aggregatzustand. Das heißt, die Menschen geben in Energie in diese Idee hinein. Und diese Energie verschwindet ja nicht, die geht ja irgendwo hin. Wohin? Und diese Energie verselbstständigt sich. Und diese Idee wird lebendig. Mit einem feinstofflichen Organismus. Und dieser Organismus, dieser verselbstständigte Organismus, heißt Egrego. Ich würde jetzt von Sheldrake aus würde sagen, wenn eine Idee geboren wird, dann wird ein Feld, ein Urfeld gebildet, in das andere in Resonanz gehen können. Und je mehr in Resonanz gehen, desto stärker wird das Feld. Bingo, und das genau Feld, dasselbe ist es. Und das Feld hat wiederum Eigenschaften, die sozusagen die in diesem Feld sind, dass das Feld wie ein Attraktor dient, also das sozusagen zieht, aber ohne jetzt genau die Richtung, also die Richtung schon, aber nicht den Weg haargenau vorzugeben, sondern unscharf. Also unscharf heißt, es zieht, aber... Ja, jein, warum? Ja. Jein, warum? Weil dieses Gebilde, Egrego, ist ein uraltes Gebilde, also entsteht ja genauso lang wie die Menschheit, weil die Menschen produzieren ja diese Energie, wo dann daraus diese feinstoffliche Gebilde entsteht. Und der Egrego kann auch gezielt angewendet werden. Es kommt darauf an, wie man ihn programmiert. Das heißt, wie die Grundidee, das Grundkonstrukt integriert wird. Ein sehr komplexes Thema. Ja. Sagen wir, alle Konsortien, die wir heute kennen, sind eine egregiale Struktur. Ja, so. Und diese egregiale Strukturen, also ja, als Wesenheit, was will jedes Wesen? Futter, Essen. Zucker. Ja, will Futter essen. Was ist das Futter? Was ist das Futter dieser Futter. Struktur? Was ist die Nahrung dieser Struktur? Die Energie. Welche? Der Menschen? Der Menschen. Na klar. So, das heißt, was will diese Struktur, was will diese Idee? Diese Idee will immer, dass sie im Mittelpunkt, also bei dem Mensch ist, und dass der Mensch immer an diese Idee denkt, ja, weil in dem Moment, wo er an die Idee denkt, gibt er Energie. Connected, ja, und gibt dann die Energie. So, und somit fängt an die Struktur des denkenden Menschen, ja, also Leid modifiziert, sag ich mal, Leid beeinflusst, sodass der Mensch dann so häufig wie möglich an diese Idee denkt. Ich muss da gerade an die vielen Freigeister denken, die sich fast ausschließlich mit Verschwörungstheorien beschäftigen und mit Machteliten. Und indem sie sich damit beschäftigen, geben sie denen Energie. Richtig, vollkommen richtig. Ja. Ja, weil dort, wo deine Aufmerksamkeit ist, dort ist auch die Energie hin. Ja. So, das ist also eins zu eins. So, und kommen wir zurück zu der Befreiung. Und genau das, was ja der Vereshchagin mit seiner Crew damals festgestellt hat, gleich zu Beginn, solange sie in diesen Ideen drin gebunden sind, können sie ja nicht frei arbeiten, weil sie werden ja von den Ideen beeinflusst und mehr oder weniger manipuliert, sagen wir es einfach. Ne? Gezogen, ja. Ja, so. War die Aufgabe zuerst mal, sich zu befreien. Aus diesen Ideen heraus befreien oder ein Filtersystem zu schaffen, durch diesen Filtersystem ja ich jetzt zu meinem Ich komme, ohne dass ich jetzt diese fremden Gedanken von außen bekomme. Das war die erste Aufgabe, die sie sich gestellt haben. Boah. Und die haben sie auch gelöst. Das ist also... Und das ist ein mächtiges Thema. Und das ist das Erste, was wir jetzt also in dem ersten Baustein auch den Menschen also in unseren Seminaren geben, ist dieses Werkzeug, sich zu befreien.
das hieße also gänzlich, ne, wir sind ja ein soziales, ja, sozial lernendes Wesen, ne, während der Hüter war aber neulich hier gesagt hat, eben ein Fohlen vom Pferd, das ist auch nach zwei Tagen läuft es in der Gegend rum, es ist als ein Pferd, ja, fertig. Aber ein Mensch braucht kann alles, nein, ja, aber kann alles werden. Sozusagen, ja. Ja? Er nimmt den Hitler oder sonst was. Also Lenin hat das ja damals so schön gesagt, gib mir ein Kind und ich mache einen Matheprofessor aus ihm. Ja, genau. So, das heißt, wenn du sagst, befreit oder der Vereshchagin, von allem befreien, was nicht meins ist. Ja, ein Filtersystem zu schaffen. Ja. So, wenn wir heute ein PC ins Netz stecken, das Erste, was wir machen, wir installieren eine Firewall. Warum machen wir das? Mhm. Weil wenn wir die Firewall nicht drauf haben, also kann jeder rein, ja, und fängt an, so, wo ist dann unser Programm oder unsere Software und wo ist jetzt das, was von außen kommt? Mhm. Können wir nicht differenzieren. Mhm. Genau dasselbe ist es mit uns Mensch. Ja? Mhm. Wo ist mein Ich, mein Kern, und wo sind die Programme, die von außen kommen? Okay. So leben, so tun, so handeln, so denken, so sich verhalten, etc., etc. Ja? So, damit ich jetzt mein Ich kennenlerne, muss ich zunächst mal einen Filter schaffen, wo ich sage, okay, das, was nicht meins ist, soll draußen bleiben. Mhm. Ja? So. Und dieses, und das ist ja allerhand. Ja. Also allerhand, was da nicht meins ist. Ja, da passiert einiges. Da passiert einiges. Um diesen Filter zu aktivieren, müssen wir zunächst mal das gesamte Energieniveau des Menschen, ja, auf einen gewissen Level zu bringen. Muss man überhaupt sagen, was ist Energie? Ja? Mhm. Was sind das? Also ich pflege heute den Begriff Kraft. Welche Kräfte fließen in uns drin? Wie nehme ich sie wahr? Wie fange ich sie an zu steuern? Und wie organisiere ich jetzt so ein Filtersystem? Mhm. Also in mir drin. Das heißt, also von außen im Seminar gehen wir so Stück für Stück, ja, wie eine Leiter, hoch, 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 ja, um dann, also schlussendlich am dritten Tag des Seminars, am Sonntag, ja, also alles zusammenfassen, um so ein Filtersystem zu integrieren. Ja. Du hast dich auch in deinem, also gerade vorher gesagt, in deinem Buch, also mit dem Unterbewusstsein sich beschäftigt. Das heißt, wir integrieren mit Hilfe unseres Unterbewusstseins ein Programm, schreiben für sich selber ein eigenes Programm, wo wir unserem Unterbewusstsein dieses Programm integrieren, das dann jetzt diese Filterfunktion dann auf Reflex nimmt. Das heißt, unabhängig davon, ob ich daran denke oder nicht denke, ja, mein Unterbewusstsein ist ja so konditioniert, dass alles, was für mich zum Überleben hilfreich ist, dienlich ist, nimmt es ins Einstellung. Das ist halt auch das Malheur mit Glaubenssätzen oder mit dem, woran wir glauben, aus der Kindheit. Ne? Ja, ich nehme einfaches Beispiel, wo jeder die Erfahrung gemacht hat. Das erste Mal steigen wir aufs Fahrrad und haben noch kein Gleichgewichtgefühl. Mhm. Nach einer Weile irgendwie, zack, finden wir das Gleichgewichtgefühl und das war's dann. Und dann haben wir es für den Rest des Lebens, ob wir dann Fahrrad fahren oder nicht. Ja. Welche Einheit unseres Ichs nimmt jetzt dieses in Einstellung? Mhm. So. Das Unterbewusstsein. Genau. Ja. Wir nennen das irgendwo im Unterbewusstsein oder im Unbewussten. Also ich pflege sogar den anderen Begriff, weil das unten oben gewählt gefällt mir nicht. Unbewusst. So ist es im Unbewussten. Und genau dasselbe, wenn wir jetzt einen Prozess organisieren und unserem Unbewussten zeigen, dass das für mein Überleben vorteilhaft ist, dann nimmt es mein Unbewusstes auf Reflex. Und dieser Reflex bleibt mir schon mein Leben lang. Mhm. Mein Energieniveau wird gepflegt. Ja, ich werde dann meine eigene Stimme hören, etc., etc. Und das haben diese Leute damals gemacht. Innerhalb eines Wochenendes? Ja. Aber das hieß ja, weil, sag mal, ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit dem Unterbewusstsein oder Unbewussten und vor allen Dingen mit unbewussten Glaubenssätzen, die wir aus der Kindheit sozusagen als Überlebensprogramme, deswegen teile ich das ja alles, was zum Überleben wichtig ist, ist da abgespeichert, aber in einer Weise eben, die dem Erwachsenen dann nicht mehr dienlich ist. Weil, Gefühle von Ohnmacht oder sonst was oder Wertlosigkeit, mit dem ein Kind überlebt, wirklich überlebt, das ist dem Erwachsenen ja nicht mehr dienlich. Das heißt, ihr müsstet ja innerhalb eines Wochenendes einen Prozess standen, sozusagen all diese Glaubenssätze im Unbewussten, wie kann ich mir das vorstellen? Ein bisschen einfacher. Noch einfacher. Ja, ein bisschen einfacher. Zunächst mal müssen wir Grundvoraussetzungen schaffen, damit wir überhaupt in diesem Unbewussten arbeiten können. Mhm. Ja? So, im ersten Moment schaffen wir die Grundvoraussetzungen dafür.
Das heißt, ich brauche nur also Konzentration. Was ist eine Konzentration? Was brauche ich, um konzentriert zu bleiben? Ruhe. Energie. Energie. Okay. Ja, ich brauche genügend Energie. Wenn ich jetzt zu wenig Energie habe in mir, in meinem Haushalt, kann ich nicht lang konzentriert bleiben. Das heißt, weil irgendwann wird mein Körper irgendwas machen, ich muss auf die Toilette, ich muss Kaffee trinken, egal was. So, ich werde abgelenkt. Das heißt, damit ich in einem Arbeitsprozess eine Weile bleibe, dass ich mir jetzt als Ziel gesetzt habe, jetzt dieses Programm zu löschen und dieses Programm umzuschreiben, gerade in meinem Unbewussten. Da muss ich Grundvoraussetzungen dafür schaffen. Da muss ich auch wissen, wie die Sprache des Unterbewusstseins funktioniert. Wie komme ich da rein? Weil mein Unterbewusstsein redet nicht in Worten mit mir, sondern redet in Gefühlen, Bildern, Emotionen. Ja? So, ich muss jetzt diese Sprache, die Gefühle, Emotionen, Bilder zunächst mal so verstehen, dass ich damit auch wirklich arbeite und nicht jetzt ein Kopfkino drehe. Und nicht jetzt einen Zeichentrickfilm da bastle, sondern dass ich wirklich produktiv arbeite. Und das fängt also wie eine neue Sprache zu lernen. Fangen wir mit den einfachen Dingen an, ja, mit den einfachen Berührungen zu diesen quasi nicht bis jetzt in Anspruch genommenen Feldern. Sagen wir so. Ja, die feinstoffliche Welt, die Welt der Gedanken etc. Na, das sind ja verschiedene Ebenen, ja, das ist die energetische Ebene, emotionale Ebene, dann mentale Ebene. Es gibt verschiedene Begriffe dafür. Das heißt, wir müssen zunächst mal so eine gewisse Terminologie uns zulegen, in der wir dann miteinander kommunizieren. Ja, dass wir, wenn ich das eine sage, du auch das eine meinst. Und nicht, dass ich das eine sage und du meinst das andere. Das heißt, wir müssen zunächst mal hier die Wort, Wortbegrifflichkeiten uns so. Dann müssen wir verstehen, was wir hinter diesen Begrifflichkeiten auch machen, welche Prozesse aktiviert werden. Und danach entsteht jetzt ein Werkzeugkasten. Und mit diesem Werkzeugkasten können wir dann Energie aktivieren. Dann können wir verschiedene Prozesse steuern. Ja? So, und dann werden verschiedene Werkzeuge aufeinander aufgebaut. Da gibt es ja schon einen gewissen Algorithmus, in dem ich jetzt eingehe. Ja? So. Und so haben die Leute damals vom Verichergen ja auch, nachdem sie jetzt diese ganze Urwerke studiert haben, weil das ist ja nicht neues Wissen. Das ist wichtig auch zu verstehen. Es ist nicht ein Wissen, wo jetzt ein Guru jetzt mit einer weißen Eule gechannelt hat und jetzt hier reingeholt und jetzt super, ja, ich weiß jetzt, wie die Welt funktioniert, ja, oder irgendein Raumschiff hat jetzt mir da jetzt ins Gehirn signalisiert, so funktioniert es. Nein, das ist wirklich eine akribische Arbeit. Das heißt, viele, viele Leute sind dann über diese vielen Werke, die existieren, durchgegangen und haben das jetzt einfach zunächst mal wie ein Katalog. Ja? Erstens übersetzt, dass wir es nachvollziehen können, wie das verständlich wird, für unseren heutigen Sprachgebrauch. Und dann haben sie es katalogisiert und dann sind die Menschen gekommen, die mit sogenannten methodisch-didaktischen Prozessen zu tun haben, also sprich, die jetzt Bildungswerke schaffen. Ja. Und die haben dann diese Bausteine so aufeinander abgestimmt, dass daraus ein schlüssiges Bildungskonzept entstanden ist. Und in solchen Bildungskonzepten, jetzt nicht nur in einem, weil ich bin in mehreren Quellen unterwegs, bin ich jetzt lizenzierter Lehrer und Trainer in Russland. Wo ich jetzt meine Ausbildung gemacht habe. Das in Russland. In Russland. Und ich kann diese Dinge jetzt auch praktisch, ich habe Prüfungen abgelegt, also und die werden sehr hart geprüft, also muss ich sagen. Das wird jetzt nicht nur Theorie gefragt, wo du auswendig lernen kannst, sondern du musst es machen. Und der Lehrer weiß ja, wie es geht, der muss es fühlen. Das heißt, er spürt es an sich, ob ich das richtig mache oder nicht. Ah, okay. So, ob du ihn sozusagen... Ja, ob ich jetzt in diesen Prozess reinbringe oder nicht, ob das jetzt stattfindet oder nicht, was wir wollen. Ja? So, und wenn es nicht der Fall ist, Prüfung nicht bestanden. Kannst nach Hause gehen, nächstes Jahr kommen. Das heißt, mal ganz konkret, ich habe ja unter anderem gefunden, dass ihr die Fähigkeit vermittelt oder wieder aktiviert, die in uns allen angelegt ist, zum Beispiel die Aura zu sehen. Das heißt, als Lehrer müsstest du in der Lage sein, wenn du es willst, auch die Aura eines Menschen zu sehen. Richtig. Das ist das Mindeste. Das ist jetzt sozusagen der Standard. Das ist jetzt Baustein Nummer eins. Das ist die Unterschied. Und du kannst das sozusagen an- und abschalten. Ja. Und in der Lage, nicht nur zu sehen, sondern auch dem anderen beibringen zu können, dass der es auch sieht. Okay. Ja, nur in der Zwischenzeit, also dauert es also, um den Menschen diese Fähigkeit der Augen zu aktivieren, also diese Felder zu sehen,
dauert es, sagen wir mal, zwischen einer halben Stunde und dreiviertel Stunde und dann ist es. Das klingt unglaublich. Ja, nee, das ist technisch. Also wie gesagt, wenn du das jetzt zigmal gemacht hast, weißt du, wie Autofahren. Ja, wenn du beim Fahrlehrer weißt, also der Erste steigt ins Auto, sagt, oh, wie bringe ich jetzt den Karrer überhaupt hier in die Bewegung? Der Lehrer sagt, kein Problem, machst 1, 2, 3, 4 und dann funktioniert es schon. Und genauso ist es bei uns. Das heißt, wir wissen schon die Schritte, wir sagen, okay, machst das, das sind die Vorübungen, dann machst du das und das und das. Dann müssen wir das Energiesystem ein bisschen aufbauen, weil ohne Energie siehst du nicht. Ja? Aura sehen ist ein sehr energieaufwendiger Prozess. Warum auch die wenigen Aura sehen können, weil sie nicht den Energiehaushalt haben. Weil wenn du paar Minuten fängst an Aura zu sehen, so konzentriert fängst an, also auf diese, so bist du hinterher platt. Das ist wie wenn du, weiß nicht, den ganzen Tag jetzt Gartenarbeit gemacht. Ich hatte neulich den Hartmut Lohmann hier, der das schon sozusagen als Kind, und für ihn war das, ne, wenn er durch die Stadt ging und also all diese vielen Farben und sonst was, dass er gelernt hatte, das runter zu dimmen. Ja, ja. Also, ne, diese klar, das ist ja so, was auch noch wesentlich ist. Also unser Konzept, also derzeitiges Konzept, heißt ja ganzheitlich wertvoll leben. Ja? Diese Worte, die ganzheitlich wertvoll leben, die ich jetzt hier gewählt habe, sind nicht einfach so zusammengestellt, weil es jetzt cool klingt, sondern weil es jetzt hinter jedem Wort genau der Prozess beschrieben ist. Ja? Mhm. Ganzheitlich, das bedeutet ganz zu sein. Ja. Das Energiefeld muss ganz sein. Mhm. Nur wie in dem Reifen beim Auto muss genügend Druck drin sein. Ja. Wenn zu wenig Druck da ist, also komme ich nicht weit. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt die menschlichen Energiefelder zusammenfassen und sagen, das ist jetzt so ein Ballon, ja, oder so eine Sphäre, dann muss diese Sphäre ganzheitlich sein. Mhm. Ist sie nicht ganzheitlich, fehlt die Energie. Mhm. Ja. Wenn die Energie fehlt, dann kann man auch nicht viel machen. Und jetzt kommt es darauf an, bei vielen Menschen ist dieses Feld, sage ich mal, nicht ganz. Mhm. Ja, so das, da gibt es Löcher drin. Mhm. Das nennt sich im Volksmund böser Blick. Der wurde mit dem Blick durchgelöchert. Mhm. Ja, so, da gibt es verschiedene Fremdstrukturen drin, also so dunkle Flecken drin oder umgekehrt so helle Flecken drin. Ja. Das sind jetzt verschiedene Schädigungen, wird es genannt, also andersrum gesagt, so Verhexung wird es im Volksmund genannt. Mhm. Ja. Das sind Programme, die integriert, energetisch und implantiert sind in die Struktur des Menschen. Und der läuft dann mit diesen Dingen rum. So, wenn wir jetzt die Aura sehen des anderen, fangen wir an, diese Dinge zu sehen. Und ist nicht gerade angenehm. Es zwickt und drückt in den Augen. Und manchmal sogar hat jeder Mensch die Erfahrung gemacht. Er schaut sich einen Menschen an und plötzlich fangen an, die Augen richtig zu brennen. So, und wir sagen, die Augen sind ausgetrocknet. So, aber manchmal ist es nicht das Ausgetrocknete, sondern er sieht so eine Struktur. Ohne sie wirklich bewusst zu sein. Ohne bewusst, nur die Augen registrieren ja die Signale. Ja. Also wir sind ja ein Signalsystem. Ja? Mhm. Das heißt, von außen kommen Signale auf uns ran und mit unseren Rezeptoren nehmen wir die Signale wahr. Mhm. Auch jetzt in unserem feinstofflichen Körper haben wir genauso Rezeptoren. Nur die funktionieren ein bisschen anders wie die auf der physischen Haut. Und die nehmen auch Signale wahr. Zum Beispiel, wenn ich von hinten angestarrt werde. Genau. Dieses Gefühl, dass jemand mich hinten anschaut. Ja, boah, jetzt plötzlich. Ja, so kommt ein Schauer und so weiter. Ja, woher kommt das? Das sind diese Signale. Ja, und die kann ich auf eine Entfernung fühlen. Ja. Es kommt auf die Dichte meines Feldes drauf an. Das heißt, wie dichter mein Energiefeld ist, wie mehr Energie ich habe, desto besser fließt das Signal durch. So, und dann muss ich natürlich, also da oben, also mein neurales Netz, also meine Gehirnzellen, müssen auch dafür sensibilisiert werden, diese Signale zu bearbeiten. Wahrzunehmen und zu bearbeiten, einzuordnen. Wahrnehmen tue ich sie, zu bearbeiten. Weil unser Bewusstsein und Unterbewusstsein unterscheidet sich gerade mit dieser Bandbreite. Bewusst nehme ich so viele Signale wahr und unbewusst nehme ich 360 Grad in alle Richtungen wahr. Ja. Ne? Also zig Tausenden von Signalen nehme ich unbewusst wahr und nur vielleicht 12 bis 14 nehme ich bewusst. Im Verhältnis. Im Verhältnis. Nehme ich nur bewusst wahr. Ja. So, das heißt, unser Ziel ist es ja, ein vollständigeres Wesen zu werden und mehr bewusst wahrzunehmen.
Ich verzeih, wenn ich da mal gleich nachfrage, weil das Problem bei Autisten ist ja, dass sie diese Filter nicht haben. Ja. Ja, also, dass die Signale, die kommen, sozusagen ungefiltert auf sie einwirken und sie also darüber fast verrückt werden, wenn es zu viel wird und deswegen ihr Alltag möglichst strukturiert und wenig Eindrücke von außen, also und vor allen Dingen nichts Unverhofftes. Frage also, gleichzeitig muss ich, also mit dem mehr Wahrnehmen, muss ich ja sozusagen auch die Fähigkeit haben, mich von dieser erhöhten Wahrnehmung nicht umpusten zu lassen. Ja, ja, also wenn danke, das ist ein sehr guter Ansatz. Das ist ja genau das, das ist ja wie beim Sport. Mhm. Ja? Ich muss ja meine Muskeln trainieren. Mhm. Wenn ich mein Bewusstsein trainiere, kann ich mehr Signale wahrnehmen, habe ich auch mehr Energie, mehr Kapazität, um diese Signale zu verarbeiten. Wie mehr ich Signale wahrnehme, wie mehr ich sie verarbeiten kann, ich kann mich besser verstehen, ich kann die Welt besser verstehen, ich kann den Mensch besser verstehen. Mhm. Also ich habe dann in allen Ebenen meines Lebens also eine Steigerung der Lebensqualität. Ja? Mhm. Nun, wenn ich im Vorfeld weiß zum Beispiel, ja, wie oft ist es so, der Mensch plant jetzt einen Besuch, ja, oder in seinem Agenda steht jetzt Besuch bei Verwandten, ja. Mhm. So, morgens tut er sich auf diesen Besuch vorbereiten und so weiter. Und irgendwann kriegt er schon so ein komisches Gefühl, da nicht hinzugehen. Mhm. Aber die Logik, das Bewusstsein, die Logik sagt ja, oder besser gesagt, hier ist der Verstand, also muss ich nochmal ein anderes. Also der Verstand sagt ja, du musst. Mhm. Ja, das ist. Was soll deine und so weiter. Familie denken? So, und der hört jetzt auf seinen Verstand, aber nicht auf dieses Gefühl. Komische Gefühl, ja, und fährt jetzt dahin. Fährt jetzt dahin, kommt zu Besuch, dort gibt es ein Desaster, Streit, Ärger, etc., etc., kommt nach Hause und sagt, hätte ich doch lieber. Mhm. So, was hatten wir hier? Wir haben hier ein Signal, das, ja, weil das schon in der Luft lag. Mhm. Er hat ja diesen intuitiven Signal bekommen, hat ihm aber nur keine Beachtung gegeben. So, und das ist jetzt das Ziel, dass wir dieses Bewusstsein so erweitern, dass wir diese unbewussten Signale, die intuitive Signale, ja, erweitern. Ja? Mhm. Dann kriegen wir viel mehr mit und sparen natürlich den Ärger. Aber ich muss ja auf diese Signale vertrauen können. Mhm. Also brauche ich wieder ein wie Art Trainingsfeld, wo ich dieses Vertrauen aufbaue. Mhm. Ja? So, und das ist das eine, ja? Also das heißt diese intuitive Wahrnehmung. Mhm. Die andere Wahrnehmung, von der ich jetzt spreche, das ist jetzt diese Fühl, das, was wir gerade gesagt haben. Schau mal, mein physischer Körper ist ja eingeschränkt in meiner Wahrnehmung. Ja. Aber meine feinstoffliche Hand ist in der Lage, jetzt die nächste Wand anzufassen. Mhm. Meine feinstoffliche Hand kann jetzt das Gebäude nebendran anfassen. Im energetischen Bereich, in meinem Feinstoffbereich, habe ich keine Grenzen. Mhm. Ich setze mir ja selber nur Grenzen, wenn ich nur den physischen Körper in Anspruch nehme. Also Telepathie als Beispiel. Ne? 8000 Kilometer sind kein Thema. Ja, das ist Gedanken übertragen, Gedanken empfangen. Ist ja genau das. Also alle diese Dinge, ich nehme das jetzt als Muskeln, ja, so sinnbildlich. Mhm. Und die müssen Bewusstseinsmuskeln. Ja, so. Und die müssen trainiert werden. Ja. Und für jedes Training brauchst du ein Umfeld. Mhm. Ja? Also zunächst mal muss man dir die Trainingsmethode zeigen, dann muss diese Trainingsmethode verstanden werden. Mhm. Ja, zuerst lerne ich, zuerst gehe ich zum Lehrer, bekomme ich die Methode, dann muss ich lernen, die Methode, wie sie funktioniert, wie ich sie anwende, und dann muss ich sie anwenden. Genau, üben. Und so ist da, jetzt. Da ist ja ein zentraler Begriff, den ich gefunden hatte. Ja. Und die ich gerne von dir nochmal erklärt habe, das Zentrum der informativen Wahrnehmung. Ja. Ja, also ich dachte erst, das wäre jetzt irgendwie ein Forschungsinstitut, um dann im Weiteren zu sehen, dass das sozusagen so eine Art Institution in uns ist, was aktiviert werden will. Ja, nur sagen wir so, wir haben ja, sagt ja die ganze Gehirnforschung, ja, dass so und so viel Gehirn liegt brach. Nur brach liegt nichts. Ja? Andersrum gesagt, wir nutzen derzeit nur 5-7% unserer Fähigkeiten. Ja. Ja? Andere liegen brach, weil wir sie nicht im Alltag integrieren. Mhm. Wenn wir jetzt anfangen, nur beispielsweise, wenn jetzt einer anfängt zu joggen, ja, was passiert mit ihm? Also seine Lauffähigkeit wird von Tag zu Tag besser. Ja. So, tut das nicht,
ja, im Alter kann er kaum die Toilette erreichen, ja? Weil seine Lauffähigkeit nimmt ab. So ist es hier auch. Das heißt, wenn wir trainieren, wenn wir es entfalten, trainieren, kriegen wir es hin. Ja? Und das ist ein wesentlicher Moment, den wir jetzt ja erreichen wollen. Das heißt, unsere Plattform, die ganzheitlich wird voll leben, ist eine Bildungskonzeption, auf der wir den Menschen vermitteln, wie diese ganzen Methoden funktionieren, in Form von Seminaren. Und anschließend bieten wir also vor Ort Trainings, das nennen wir Clubtraining, wo der Mensch unter der Woche am Abend für 3-4 Stunden in seine Region, dass er nicht weit fahren muss, ja, zu so einem Clubtraining kommt. Und die Menschen in der Vergangenheit, die diese Clubtrainings besucht haben, also Seminare und dann Clubtrainings besucht haben, die haben die meisten Erfolge gehabt. Weil es ist ja praktisches Wissen. Autofahren lerne ich auch nicht also nur mit 6 Autofahrstunden. Ja? Ich habe 4 gehabt. 4 gehabt, ja. Aber ich bin schwarz gefahren vorher. Super. So, das heißt, also wir brauchen da auch eine Zeit, bis es dann in Reflex übergeht. Und genauso ist es hier auch. Genauso nach diesem Schema funktioniert. Kannst du noch was zu diesem Zentrum der informativen Wahrnehmung sagen, wie diese Aktivierung dieses Zentrums stattfindet? Also es geht ja darum, dass es jenseits unserer 5 Sinne, ne, das, was wir mit unseren 5 Sinnen, wir haben ja ein paar mehr Sinne. Ja, insgesamt 33. 33, okay. Ja, insgesamt 33 Wahrnehmungssinne sind in uns integriert, von der Bauart her, so sagen die Urquellen. Derzeit nutzen wir nur 5 und von denen diese 5 nutzen wir auch nur sehr, sehr primitiv, kann man so sagen. Ja, ja. So. Rudimentär, ja. Ja, und die direkte Wahrnehmung, das ist also die Wahrnehmung der Information, die jetzt stattfindet. Also, und sprich, die Information, die für dich in diesem Augenblick deines Lebens wichtig ist. Ja. Also das, was wir Intuition nennen. Ja, so. Und da müssen wir also A, dieses Vertrauen schaffen, also für die Intuition, und B, also müssen wir in der Lage sein, diese Signale zu erkennen, dass sie in uns sowas im Kopf, also als Bild auftauchen, dass wir verstehen, um was es geht. Ja? Andersrum gesagt, also kann man so sagen, wir haben gewisse Gefühle, ja? So manchmal gute, manchmal nicht so gute Gefühle. Und diese Gefühle haben sich ja bewahrt. Wenn wir kein gutes Gefühl haben, also tut sich dieses Gefühl ja irgendwann manifestieren. Ne? Das heißt, aus dem Unbewussten wird irgendein Programm jetzt aktiviert, aber ich verstehe nicht welches. Ich habe nur das komische Gefühl. So, das ist jetzt das Ziel, diese Gefühlswelt, die Emotionen, ja, übersetzen ins Bild, also ins Verständnis. Okay. Andersrum gesagt, das weitere Thema ist es, das sind jetzt schon fortführende Trainings, die wir dann machen. Also habe ich jetzt auch Ziel oder Wunsch, den ich jetzt möchte in meinem Leben haben? Ja? Dann muss ich einen gewissen Prozess organisieren, wie ich zu diesem Ziel und dem Wunsch komme. Und da muss ich genauso, damit ich mein Unterbewusstsein als Helfer bekomme, muss ich jetzt meine Vorstellung, das, was ich habe, mein Bild muss ich übersetzen in Form von Gefühlen, um meinem Unbewussten das mitteilen zu können. Ja, so, und diese Dinge hin und her, das klingt ein bisschen nach Mastermind, also ähnlich, ne? Also ja. Da beim Mastermind, aber ich habe auch, also wenn ich mich recht erinnere, von den wahren Wünschen und den eigentlich mit mir gar nichts zu tun habenden Wünschen, die ich mir nur so vorstelle, ja. Dass ihr da einen Unterschied macht, weil es ist ja, meine Güte, die guckt die ganzen Bücher an, die, ne, Wunscherfüllung, und hast du nicht gesehen. Danke, das ist wirklich ein zentraler Punkt. Ja? Nicht jeder Wunsch und nicht jedes Ziel, was wir in uns tragen, ist unser Ziel. Ja. Wir haben ja vorher schon über die egregiale Strukturen gesprochen. Und die egregiale Strukturen möchten ja Futter. Und damit sie uns Futter, von uns Futter bekommen, also ist für die sinnvoll, dass sie uns auch ihre Wünsche, sagen wir, ihre in Anführungsstrichen, hinein integrieren. Ja. So, und so streben wir gewissen Dingen und Zielen hinterher, die nicht unsere sind. Nachdem wir sie erreicht haben, meistens, also wie unterscheiden wir das? Ganz einfach. Wahrer Wunsch
ist der Wunsch, den ich, wenn ich ihn erreicht habe, das Ziel, wenn ich es erreicht habe und jedes Mal, wenn ich mit dem Ziel in Berührung komme, habe ich Freude, also positive Steigerung meiner Gefühle. Ja. Das sind wahre Wünsche. Wünsche und Ziele, die ich in meinem Leben habe, die ich zwar erreicht habe, aber jedes Mal, wenn ich mit dem in Berührung komme, zieht es dann meine Wahrnehmung, meine Gefühle nach unten. Ja, weil ich Energie jetzt liefere. Der Egregor hat mir Energie zur Verfügung gestellt, ich habe das Ziel erreicht, jetzt kassiert er. Und er kann kassieren sein Leben lang. Ja? Das ist spannend. Einer hat jetzt ein Auto gekauft, nicht seinem wahren Wunsch nach, sondern seinem also quasi Statuswunsch. Ja, genau. Jetzt hat er das Auto, jetzt hat er nur Scherereien. Auto ist kaputt, Reparatur, Unfall, manche kaufen in Kredite, also auf Raten, dann hinterher kommen sie mit den Ratenzahlen und jedes Mal, wenn er ins Auto steigt, was für ein Gefühl hat er? Klar. So, und da kassiert jetzt jemand. Okay. So, das ist nicht wahrer Wunsch. Und da wundern sich die Menschen, warum sie unglücklich sind. Weil wie viele Dinge im Leben haben die aus der, weißt, aus der Schublade wahre Wünsche und wie viele haben sie aus der Schublade nicht wahre Wünsche? Und ich stelle immer so die Frage. Und die sind Legion. Ja, ich stelle so die Frage, sage ich, für wen sind Sie in die Schule gegangen? Für sich? Für wen haben Sie die Noten bekommen? Für sich? Für wen haben Sie den Beruf gewählt? Für sich? Ja. So, können Sie quer durch das Leben durchgucken, wie viel von den Dingen, die Sie jetzt als wichtig und notwendig und so weiter gewählt haben, sind wirklich Ihre? Wie fühlen Sie sich heute? Sind Sie glücklich oder weniger? Oder nur manchmal, oder nur ab und zu. Warum? Weil sie ja nicht ihr Leben leben. Sie leben an ihrem Leben vorbei. Und das ist jetzt wieder unsere Plattform, ja? Muss ich wieder zurückkommen? Ja, ja, ganzheitlich wertvoll leben. Wertevoll leben. Und jetzt leben. Nicht existieren. Nicht vegetieren. Funktionieren. Funktionieren. Wo man sagt, ah, jetzt wieder endlich mal Wochenende. Ja. Oder vielleicht einmal im Jahr, wenn wir in Urlaub gehen, dort lebe ich. Ja? Und der Rest vegetiere ich und existiere ich und so weiter. Nein, so leben das Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Angefüllt ist mit Freude. Ich weiß nicht, welchen Wochentag ich habe. Weil ich lebe jeden Tag. Ja. Ja? Ich lebe und ich liebe meinen Beruf. Ich liebe das, was ich tue und die Menschen um mich herum lieben genauso das, was sie tun. Und deswegen können wir 24 Stunden arbeiten. Wir können 7 Tage der Woche arbeiten, wir können 30 Tage, weil wir kriegen Endorphine durch unsere Arbeit. Wir kriegen Testosteron, wir kriegen Serotonin. Ja, unser endokrines System produziert jetzt diese Hormone. Und das ist das Ziel. Das ist genau das Ziel, wo wir hinkommen, was diese Leute damals, also unter anderem jetzt die Vereshchagin-Gruppe ja damals entfaltet hat und haben dann also ein mächtiges Werk uns zur Verfügung gestellt. Kannst du ganz nur in zwei, drei Sätzen erklären, wie sich unser Zuschauer vorstellen kann, dass dieses Wissen, was eigentlich, okay, ich kenne es bei Remote Viewing, da war es auch ein militärisches Programm, was dann in den 90er Jahren einen Teil eben der Öffentlichkeit übergeben wurde. Wie hat dieser Prozess stattgefunden mit dem, was der Vereshchagin gemacht hat? Das Erste, was wir gesagt haben, also haben sie sich befreit. Und in dem Moment, wo sie sich befreit haben, haben sie erstmal, wie soll ich sagen, ups, der Vorgang ist auf, jetzt erkennen wir, wo der Hase hinläuft. Ja. Und da fing es schon an. Die haben gesagt, wenn das jetzt unser Auftraggeber erfährt, dass wir jetzt befreit sind, ja, wird es ja für uns gefährlich. Weißt du, weil solche Machtstrukturen lassen ja nicht einfach mal so einen gehen. Ja. So, und dann haben die in sozusagen ihre Forschung so weit gezogen, bis irgendwann die Perestroika kam. So, nachdem dann das System zerfallen ist, konnte man sanft, sage ich mal, aus den Strukturen aussteigen, aber nicht alle haben es geschafft. Also viele wurden sind aus dem Leben gegangen, weil sie doch erwischt wurden. Wie auch immer. Und der Vereshchagin hat den Weg gewählt, dass er dann das in Schriftstücken, in Büchern verfasst hat. Ja? Und diese Bücher einfach, damals gab es ja noch nicht das Internet so wie heute, und das dann in Form von Büchern jetzt ausgebreitet, ja? sodass es einfach in die Welt geht. Ja. Ja? So. Naja, und dann haben die Menschen das aufgegriffen und dann irgendwann wurde das organisiert, dass jetzt eine Schule, eine Akademie entstand und das Ganze also dann richtig gelehrt und geschult wird. Und jetzt die entscheidende Frage, wie bist du da dran gekommen? Also mit welchem, es gibt ja viele Menschen, die
ja. durch Lebenskrisen genau. ja, zu einem neuen Bewusstsein kommen und sich dann dementsprechend, war es bei dir so auch so? Genau. Okay. Genau. Mein Leben, also war eine Achterbahn. Ja, ja. Ich war in der Selbstständigkeit, ich war in einer sogenannten, ja, vielversprechenden Branche unterwegs, in der Finanzdienstleistung, ja, kann man sehr viel Geld verdienen. Mhm. Ich hatte ein wirklich Top-Wissen, mhm. ja, mir angeeignet in dieser Selbstständigkeit. Allerdings hatte ich es nie zu diesem Durchbruch geschafft. Mhm. Ja, sogar umgekehrt. Ich bin dort gescheitert, ja, obwohl ich ja das Wissen hatte. Ja. Für mich war das nicht verständlich. Warum? Also nach der Logik, wie du es sagst. Nach der Logik, ja. Warum? Ja. Ja, so. Heute weiß ich es, warum. Mhm. Es war nicht mein Weg. Mhm. Es war eine gute Schule. Ich habe sehr viel gelernt und so weiter und so weiter. Ich bin durch sehr viele Tiefen durchgegangen. Mhm. Ja. Mhm. Dementsprechend weiß ich, wovon ich spreche heute. Das, ja? ist, also das ist nochmal ein schönes Jahr. Indem ich durch Tiefen gehe, ja. lerne ich mich selber kennen. Nur. Ja. 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 Weil, ja, so. Mhm. Und da waren Fragen, viele mhm. Fragen. Mhm. Und um diese Fragen zu beantworten, habe ich gesucht, also Wege gesucht. Ne? Ja. So. Und wenn man einfach, sage ich mal so, eine Frage formuliert, gibt es immer eine Antwort. Mhm. Und ich wollte nicht 0815. Und abgesehen davon, also mit dem, was ich jetzt hier bekommen konnte, zum damaligen Zeitpunkt, habe ich fast alles durchstudiert. Mhm. Ja. Alle diese Global Player aus USA, dann was bei uns in Deutschland ist, ja, Enkelmann, Brian Tracy, Seifert und ja, Birkenbiel und was es mhm. so alles gibt, also mhm. weil, ja, habe ich immer studiert, haben jedes Seminar versucht mitzunehmen, jedes Buch, jede Audiokassette, die man lernen konnte. Ja, ich weiß nicht, seit ich selbstständig bin, seit 93 fahre ich Autos nur mit Lernkassetten. Ja. Ich höre nie Radio, ich höre nie Fernseher, ja, nur Lernkassetten und heute ist es einfacher. Ne? So, das heißt, du bestimmst selber, womit du in Form gebracht wirst, ja, genau. Also Information. Definitiv. Okay. So, und das habe ich immer gemacht, habe ich immer den Weg gesucht und so habe ich immer studiert. Also ja, ich brauche es einfach, das ist so, ja. Mhm. Gibt es auch wieder Endorphine. Ja. So, und ja. da du Russisch sprichst, hast du diese Bücher ja, gefunden? So, dann habe ich Menschen kennengelernt, die mir darüber erzählt haben. Das war für mich ein bisschen skeptisch, weil ich so, Russland weiß ich nicht. Also ich weiß, dass alles von dort kommt, aber von dort kann ich mir nicht vorstellen, weil ich bin ja aus der Sowjetunion ausgereist. Mhm. Also sprich noch Eiserner Vorhang, da war noch nichts von dieser Form vorhanden. Ja. Und da konnte ich mir das auch nicht vorstellen, dass es dort gibt. Mhm. Das war für mich wie eine neue Welt entdecken. Mhm. Da bin ich in diese Welt eingetaucht und habe gesagt, boah. Das ist es. Mhm. Ja, so, mein Glück ist, dass ich beide Sprachen kann. Mhm. Mein Glück ist, dass ich immer die richtigen Lehrer finde. Mhm. Und das habe ich auch geschafft in Russland. Mhm. Und so habe ich dann mehrere Quellen inzwischen angeschlossen, mit sehr vielen Spezialisten auf verschiedenen Gebieten Netzwerk gebildet. Ja? Ja. Und da ja jetzt mein Umfeld ja in Deutschland ist, ja, habe ich dann gesagt, okay, also ich transportiere das Wissen heute, ja, also mit dem Team, also nicht, ich habe ja nur also deutsch-russische Freundschaft. Genau, ich habe es nur organisiert, dass das zustande kommt. Da diese Plattform, wo wir das Wissen aus dem russischen Sektor, ja, aus diesen Urquellen in die deutsche Sprache jetzt transportieren. Und hier in Form von Seminaren, Trainings, Coaches und so weiter, jetzt das zur Verfügung stellen. Also die Bücher selbst sind noch nicht übersetzt? Ein ne? Teil schon, nur die sind noch nicht jetzt zur Veröffentlichung. Mhm. Also weit, soweit, aber jetzt in der nächsten Zeit wird vieles passieren. Also wie gesagt, die Sammlung ist sehr groß. Mhm. Ja, um das jetzt auf die Straße zu bringen, jetzt sage ich mal auf die Internetstraße oder jetzt, also ja muss man sehr viel Menschstunden noch investieren. Und mein Ziel ist, und das ist vielleicht jetzt wichtig hier an dieser Stelle zu erwähnen, also der Bedarf besteht jetzt derzeit an sehr vielen Menschen, die gerne auch, so wie wir, lehren und trainieren wollen und möchten. Dafür bieten wir jetzt exklusiv so ein Lehrer-Trainer-Konzept an. Train the Trainer. Genau, parallel. Mhm. Weil, wie ich vorher gesagt habe, es gibt ja diese Möglichkeit, die Clubs zu organisieren, wo man dann trainiert vor Ort. So. Statt viele Kilometer zu fahren, weil dort findet ja gerade diese Schmiede statt. Ja? Mhm. So. Und da wollen wir jetzt halt einige Menschen also so weit bringen, ja? So mit dem Ausbildungskonzept, Lehrer und Trainer,
dass sie dann so, sagen wir, ja, nach einer gewissen Zeit in der Lage sind, vor Ort dann diese Trainings zu organisieren. Mhm. Ja? Ich weiß aus Russland, dass Millionen von Menschen diese Kurse absolviert haben. Millionen. Nicht Tausende, Millionen. Also ein Wissen, was eigentlich für Eliten sozusagen kreiert wurde, beziehungsweise zusammengestellt wurde. Und wir haben ja noch ein bisschen heute da noch ein bisschen getuned. Das heißt, also das, was wir heute bringen, ist ja nochmal gefiltert, weil wir, nur, unser Prinzip ist Minimax. Das heißt, Minimum Aufwand, Maximum Ertrag. Das ist Evolutionsprinzip. Ja, und nach diesem Prinzip schauen wir schon, was jetzt vor 10 Jahren oder 15 Jahren noch on the top war, aber heute schon überholt ist. Mhm. Das tun wir heute schon mit modernen, Methoden austauschen. Es ist ein lebendiges System. Okay. Das ist nicht jetzt nur so. Ja. Ja. Mhm. Es gibt eine Basics wie ein Fundament. Ja? So einmal eins ist einmal eins. Ja? ABC ist ABC. So, aber obendrauf, wie man das dann mixt und was man dann für Algorithmen schafft, das ist lebendig. Mhm. Und das Schöne ist, es kommen viele Menschen rein, die ja wiederum in ihre Einzigartigkeit kommen, nachdem sie sich befreit haben, nachdem sie den Zugang zu sich geschafft haben. Mhm. Und ich denke an solche Berufe. Jeder Lehrer sollte Minimum bei uns 3 Stufen gemacht haben. Dann weiß er, wie er mit Kinderunterricht machen muss. Oder umso mehr wird er an dem System verzweifeln, in dem er gerade ist. Ja, gut, also aber andererseits, weißt du, also dieses Verständnis, also diese Feinfühlung und so weiter, gibt die Möglichkeit, ganz anderen Unterricht zu gestalten. Also ich habe Lehrer gehabt im Seminar, die haben hinterher wesentlich einfacher zu arbeiten. Jeder Selbstständiger ist sowieso muss. Ja, also für ihn das Leben zu organisieren und sich zu organisieren, Prozesse um sich zu organisieren etc. Dafür gibt es sogar eine spezielle Sparte, ich habe sie heute genannt, Magie des Unternehmers. Ja, also sprich, Magie kommt von Magu. Magu ist russisch Können. Ein Magier ist ein Könner. Nichts anderes. Ja, Macher-Könner. So. Dementsprechend Macher-Könner des Unternehmensseins, also diese magische Prinzipien, also diese integriert für diese Fachgruppe. Jeder Mann, jede Frau sollte diese Dinge wissen, damit wir auch in harmonische Beziehungen aufbauen zwischen männlich und weiblich. Ist auch ein riesiges Thema, dass die Beziehungen harmonieren, dass wir hier eine Symbiose schaffen. Da haben wir gerade mit meiner Lieben habe ich jetzt eine sehr große Forschung gemacht, 5 Jahre lang schon. So in Feldforschung. So kann man sagen, Feldforschung in die, was ist diese bedienungslose Liebe? Ja, da sind wir jetzt ein Stück weit gekommen, also gibt auch vieles zu erzählen. Wie tut man dann diese männlich-weibliche Prinzipien so verstehen, nutzen, dass sie im Alltag also wirklich dieses lebendige Leben und Lieben möglich machen? Mhm. Ja, Kinder sowieso. Also wir haben schon mit Kindern gearbeitet, da ist es mega, was da passiert. Ja, was die drauf haben und wenn man denen dann diese, nur sagt, dass das jetzt nicht Humbug ist, sondern dass es tatsächlich gibt. Das ist tatsächlich Können und so weiter. Ja, sie lernen viel schneller, sie lernen viel besser, sie kommen durch das Leben viel, viel geschmeidiger und also gigantisch. Ja, eigentlich alle Menschen, egal wo sie im Leben stehen, was sie beruflich machen, was sie privat machen, ob es eine Mutter von vielen Kindern ist, ob es eine Hausfrau ist, die älteste Teilnehmerin, die ich jetzt hatte, ist jetzt 90 geworden, vor ein paar Tagen. Jüngste sind Kinder, wo jetzt sage ich mal, malen und schreiben lernen. Mhm. Ja, tiefer geht es auch, nur dort braucht man also sehr viel Geduld. Ist jetzt vielleicht später, ist ja gerade für diese Berufsgruppen. Das heißt, die Menschen, die zu uns kommen und jetzt diese ganzen Fachwerk jetzt sage ich mal, aneignen, die können sich dann spezialisieren in alle diese Bereiche. Jeder Therapeut, jeder Masseur, jeder, der im Heilberuf irgendwo unterwegs ist, ob das jetzt Arzt ist, also klassisch Mediziner, oder ob das jetzt schon ein Heiler ist, wird bei uns eine Menge Stoff finden, das er heute noch nicht kennt. Und nicht nur sozusagen im Theoretischen, sondern im Praktischen. Um sein Leben erfolgreicher in dem Sinne zu machen, indem er noch mehr an seine eigene Kraft kommt, beziehungsweise sein... Da fängt es an mit dem eigenen Schutz. Ja, weil wenn ich jetzt mit den anderen arbeite, muss ich zuerst mal mich selber schützen. Ja,
So, schon im ersten Kurs bereits zeige ich, wie man energetische Handschuhe macht. Ja? Einen energetischen Handschuh? Handschuh, ja. Okay. Damit also jeder Friseur, nur jeder, der mit einem anderen in, so, in Berührung kommt, ja. So. In den Intimsbereich. Genau, ja. Egal, ob es jetzt, ja, also wo er anfasst den anderen, ja, sagen wir Haare schneiden oder massieren oder sonst was. Krankenschwester. Also, ja, genau, ja. Connect dich, ja? Ja. So, und wie schaffe ich jetzt hier eine Barriere, damit ich jetzt nicht also diese energetischen Parasiten jetzt, sage ich mal, ja, in mein Feld reinhole? Ist dann für mich eine banale Geschichte, also lernen ja. wir innerhalb von, sage ich mal, 30 Minuten dann im Kurs drin, aber was es fürs Leben ausmacht, wie viel weniger ich dann in meinem Feld dann rausnehmen muss, ja. was ich dann auch nicht weiß, dass es da ist. Ja? Die wenigsten wissen, was ist diese feinstoffliche Welt, wie sie funktioniert. Ja? Wie viel es da alles so um uns herum und kreucht, ja? und Futter will. Die Ärzte wissen es auch nicht, warum sie sich die Hände waschen. Weil Bakterien hin und Bakterien her. Das Händewaschen an sich ist was Energetisches. Ja, ist schon ein Reinigungsprozess. Ist eine energetische Reinigung. Ja, ja, ja. Ja, ja. So. Und ich kann so machen, dass ich dann, also ohne, dass ich Hände waschen muss, ja, weil wenn ich schon Hände wasche, dann habe ich schon was drauf. Ja. So, und wenn ich es drauf habe, habe ich es ja auch nicht mehr in den Händen drin. Das ist ja vielleicht schon weiter ausgebreitet. Ja. Also ich meine, der Ansatz in dieser Sendung ist Mut machen. Ja. Ja, und ja. Nicht Angst, aber kommt ja eigentlich kaum vor. Ja. Also du mit den 33 Sinnen, da hätte ich noch mal. Gerne. Wir haben 5 Sinne, die uns in der Schule gelehrt werden, aber schon Steiner hat ja auch etliche Sinne mehr formuliert, ne? Den Sinn für die Mitte, ja. ne? Also den ja. Gleichgewichtssinn und. Welcher hat dich am meisten fasziniert, den du durch dieses neue Wissen aktiviert hast? Welcher Sinn? Ich muss dazu sagen, also ja. an die 33 bin ich noch nicht dazu gekommen, also alle zu aktivieren. Weil es heißt, aus der Quelle, die jetzt diese Zahl genannt hat, ja. das ist die Grammatik von allem und über alles. Mhm. Die allgegenwärtige, wenn man es wörtlich übersetzt, heißt es so, okay. allgegenwärtige Grammatik von allem und über alles. Okay. Ja, es ist eine Urquelle, die sich geöffnet hat. Also früher war das nur für ausgesuchten, ausgewählten Adepten zugänglich. Ja. Diese Quelle hat sich geöffnet, weil ja einige Dinge auf der Erde passieren und die müssten jetzt in die Öffentlichkeit gehen und quasi ja um sich preisen, um Schüler zu bekommen. Wenn früher sie nur die Ausgewählten genommen haben, heute stellen sie das Wissen zur Verfügung. Ja. Okay. Also, oder von denen, sag mal, wenn's, finde ich auch so, schön, dass du so ehrlich bist, dass ja, du nicht alle 33 aktiviert hast. Das ist wichtig, weil manche Sinne können wir aktivieren, wenn wir auch bestimmte Bewusstseinsebene erst geöffnet haben. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt einfach prozentuell nehmen, ja, 100% Bewusstsein, wir nutzen derzeit 10, sagen Maximum. Ja, jetzt muss ich Dinge machen in meinem Leben, in meinen Alltag integriert, muss ich mehr Dinge reinbringen, damit ich jetzt sagen wir auf 12% komme oder 15%. So, wenn ich jetzt durch dieses mehr integriert in meinen Alltag mein Bewusstsein erweitere, durch das erweiterte Bewusstsein öffnen sich mir neue Ebenen. Mhm. Das kann man so vergleichen mit dem Computerspiel, wo du dann durch ein Level in den nächsten aufsteigst. So ist es bei uns auch. Mhm. Und nur erst dann, wenn wir jetzt diese Bewusstseinsebene aktiviert haben, wenn wir das tatsächlich leben, also ich muss dazu sagen, es wird nie keine Wunder geschenkt. Mhm. Wenn du solche Fähigkeiten bekommst, muss man immer die Frage stellen, wozu, was mache ich damit? Mhm. Ich habe ja auch die Verantwortung dafür. Mhm. Wenn der Mensch jetzt heute eine Kraft hat, sagen wir, das Wetter zu organisieren, hat er ja auch eine Verantwortung dafür, oder? Oh ja. Ja? So, man muss ja, was für ein Bewusstsein brauche ich, ja, um jetzt zu verstehen, ja, was mache ich da? Mhm. Weil ich kann ja mit einem Gedanke kann ich jetzt einen Blitz erzeugen, ja, oder einen Sonnenschein. Mhm. Was denke ich jetzt? Und macht es jetzt Sinn? Das heißt, ich muss über die Komplexität der Welt, sprich, ich brauche nicht nur sogenannte Philosophie, ich brauche viel mehr. Ich brauche das Weltbewusstsein. Ja? So. Und deswegen, Gott sei Dank, gibt uns der Schöpfer ja auch nur die Hausaufgaben nach unserem Wachstum. Ja? So. Und dieses ganze Wunder, ich kann Löffel vorbiegen und so weiter, ja, das geht. Ich kann Gegenstände bewegen, ja, das geht. Ich kann übers Wasser laufen, ja, das geht. Die Frage ist, wenn du das morgen kannst, was verändert sich? Ja. Was machst du damit? Ja. Wie tust du in dein Leben integrieren?
Stell dich auf YouTube. Genau, stell dich auf YouTube, machst cooles Leben. Ich bin jetzt der Beste, ich bin jetzt hier wieder ein, eine weiße Eule und ich kann jetzt alle. Oder bist du ein Teil der Schöpfung? Ja, ein Schöpferwesen, wo du dieses Bewusstsein hast für das, was du manifestierst. Ja, und deswegen ist es auch Bildung. Ja, Bildung, was ist Bildung? Wir denken in Bildern, wir kreieren Bilder. Und die Bilder, die wir kreieren, gerade in der heutigen Zeit, ja, sag ich mal so, ich will jetzt nicht ein Thema reinbringen mit der Typatisierung, aber es ist ja also nicht abzuwandeln. Weil wenn jetzt die Energie um uns herum immer stärker wird und die Gedanken des Menschen, die er gerade produziert, morgen sich manifestiert. Einer meiner Ausbilder in Deutschland hier gerade, also noch aus meiner früheren Zeit, hat mal gesagt, wenn die Dummen fleißig wären, wie viel Mist produziert wird oder geworden wäre, in der Vergangenheit gesprochen. Ja. So, und dann habe ich nachgedacht, was er gesagt hat, und da habe ich gedacht, stimmt, Gott sei Dank, dass sie nicht fleißig sind. Okay. Ja, so, weil das ist ja heutige Gefahr. Die Energie um uns herum verändert sich von Tag zu Tag. Wir sind ja in einer völlig neuen Welt. Also dafür kann man jetzt eine neue Sendung machen. Ja. Also das, was diese sogenannte, wir sind ja schon Quantensprung, wir sind schon in der neuen Welt, wir sind schon Schwarzes Loch durch und ein riesiges Thema. Ja, aus der Wissenschaft aus Russland bestätigt. Also ist jetzt nicht also jetzt Theorie oder aus der Verschwörung, sondern richtig wissenschaftlich, ja, Fakten, neue Welt, aber anderes Thema irgendwann. Ja. So, das bedeutet, das Bewusstsein, das wir heute haben und die Dinge, die wir heute gedanklich kreieren, manifestieren sich morgen. Und man hat festgestellt, dass die Zeit zwischen Denken, und manifestieren immer kürzer wird. Bingo. Also praktisch der Puffer. Ja, gibt es bald keine mehr. Ne, der Puffer dazwischen, also zwischen einem Gedanken, den Vater umzubringen, früher, der aber genügend Puffer dazwischen hatte. Und dass du konntest den Gedanken revidieren, weil du ja gescheiter geworden bist, kann ja heute stattfinden, ohne dass du die Zeit hast, also dieses Bewusstsein zu bekommen. Also brauchen wir heute ein Bildungskonzept, also wo wir lernen, wir sagen es einfach, denke, bevor du denkst. Denke, bevor du denkst. Wie mache ich das? Das heißt, ich muss schauen, dass ich von den falschen Programmen mich befreie. Ja. Dass ich mein Bewusstsein so weit organisiere, dass ich die Intuition und diese Impulse rechtzeitig bekomme. Und die Bilder, und die auf meinem inneren Bildschirm, die Bilder, die in meinem inneren Bildschirm jetzt kreiert werden, dass die ja auch dementsprechend der Welt konform sind und nicht Schaden verursachen. Und falls ich einen falschen Gedanke habe oder ein Bild entsteht, das mir nicht gefällt, wie kann ich es wieder revidieren, dass es sich nicht manifestiert? Eine ganze Technologie, wie man das machen kann. Und so weiter und so weiter. Ein riesiges Thema, ein notwendiges Thema, ein zeitgemäßes Thema in der heutigen Zeit, um morgen wirklich dieser Mensch dieser Erde zu sein. Ein vollständiger Mensch dieser Erde zu sein. Weißt, nicht jetzt nur ein Individuum oder ein Existierender, oder nicht nur ein Gummerneu, sondern wirklich ein Mensch oder wie ein Kollege auch gesagt hat, ein Gottmensch. In uns ist alles eingenäht, wir haben alles. Die Frage ist, sind unsere gedanklichen und gefühlsmäßigen Barrieren, die wir aufgebaut haben, sei es in der Kindheit oder wie auch immer, die halt denken lassen, das und das, das kann nur der Einzelne, aber ich bin unheimlich dankbar, in dieser Zeit zu leben. Mega. Ja, und diese wirklich Wendezeit, Capra hatte damals ein Buch geschrieben, Friedrich auf Capra, Wendezeit, wirklich live mitzuerleben, wie Themen, die noch vor 30 Jahren tabu waren, wie Nahtoderlebnisse oder solche Sachen, mittlerweile ganze Bibliotheken füllen. Ja. Das heißt also, immer mehr Menschen, auch die Bild-Zeitung lesen zum Beispiel, eben von wegen Dumpfbacken, dahinter sind Menschen, die sich Gedanken machen. Und in dieser Zeit leben, wie Themen, wo ich früher ganz alleine war mit, vor 30 Jahren, 40 Jahren, auf einmal nicht fast jedem Gespräch, aber so viele Menschen da sind. Aber du hast natürlich, wenn ich Werkzeuge habe, wie mein Potenzial
entfaltet, brauche ich gleichzeitig ja, ein ethisches Grundkonzept mit dieser Kraft umzugehen. Ich kenne genügend Menschen tatsächlich auch, oder einige, die Angst haben vor ihrer eigenen Kraft. Ja, also, weil jede Kraft, ja, also ja, auch das Wasser, ja, ein wunderbares Element, aus dem wir ja bestehen. Aber wenn es zu viel davon ist, dann kannst du überschwemmen. Zerstöre, ja, und sehr zerstörerisch war. Viktor, ich danke dir für dieses, das ist ja, ich habe das Gefühl, dass wir nur sozusagen mal am Berg gekratzt haben, ja, was da alles möglich ist. Ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird und ja, ob sich oder wie viele Menschen sich jetzt finden werden, die euer Ziel, dass sozusagen ortsnah Menschen sich gegenseitig ermutigen, ja, in ihre Kraft zu kommen, dass das wachsen darf. Und Goethe hat mal so sinngemäß gesagt, wenn eine Idee gekommen ist, die Zeit dafür, dann wird es nichts zum Aufhalten geben. Ich habe mir wirklich genügend Zeit genommen, ja, um das zu prüfen. Ja. Ja. Und natürlich war der Wunsch schon vor 8 Jahren da. Mhm. Na, wow, und raus. Na, und die Bücher und du kannst Geld verdienen und so weiter. Ja. Aber ich sage, nein, der Zeitpunkt ist noch nicht reif. Mhm. Erst wenn die Zeit in Deutschland gekommen ist, wenn die Menschen so weit sind, dass sie sagen, okay, wir verstehen jetzt, wir brauchen das, wir wollen das. Ja. Erst dann macht es Sinn, damit rauszugehen. Sonst verpufft es, ja, wird es wieder irgendein Trend sein und so weiter. Ja. Aber es sollte eine nachhaltige, ja, ganzheitliche, wertvolle, lebendige Konzeption. Ja. Ja. So, wir haben es geschafft, jetzt etwas für den Geist, Körper und Seele zu organisieren. Wir haben noch eine Säule aufgebaut, die jetzt mit dem physischen Körper gearbeitet wird. Wir nennen das Metakraft. Da aktivieren wir die Kräfte im physischen Körper, Kraft der Sehnen, Knochen und Knochenmark bilden sich dann aus. Ja. Wir umgehen den Ausstoß von Adrenalin durch die Muskel und aktivieren dann diese Kräfte, na, wo jetzt die Sonnenkraft richtig gespeichert wird. Und damit schaffen wir nochmal ein neues Sprungbrett jetzt in die, sag ich mal, Langlebigkeit hinein. Du hast ja ein Projekt von mir gesehen mit 120 wie 20. Ja, ja. Das ist auch nicht so gewählt, nur bloß ein Wort zusammenfügen. Mhm, das ist ein Ziel, es ist ein erstes Ziel übrigens, das mich in diese Richtung geführt hat. Ja. Das ist ein hehres Ziel. Ich habe neulich einen Studiogast, der sagt, also bis 120 will er arbeiten und den Rest seines Lebens, die letzten 30 Jahre noch Sex und Malen. Ja. Ja, also auch da sind ja offensichtlich keine Grenzen oder die Grenzen, die wir uns gesetzt haben, sind Bewusstseinsgrenzen. Ja. Und ich bin gespannt, wie sich das bei euch entwickelt. Wer will ganzheitlich wertvoll leben? Ja, kürzt es ab, GWL. GWL minus Bindestrich AG. AG.com. Ja. Ja. Da kann man uns finden. Super. Ja. Und dann die weiteren Informationen, die jetzt in Zukunft dort Stück für Stück jetzt ins Netz kommen. Ja. Herzlichen Dank, Viktor. Und Götz, eben viel Erfolg. Auch dir. Ja. Vielen Dank. Schauen Sie sich einfach auf der Homepage gwl-ag.com um. Das ist schon Hammer, was der Viktor Meidinger da zusammengestellt hat. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.